Du kannst die attraktivste Person der Welt sein, aber wenn du schlecht riechst, egal ob schlechter Körpergeruch oder schlechter Atem, kommst du von einer 10 von 10 ganz schnell runter auf eine 0 von 10. Damit du bei der Skala aber auf jeden Fall ganz oben liegst, auch was das Thema Geruch angeht, schau dir dieses Video auf jeden Fall von Anfang bis ganz zum Schluss an. Das Schlimmste, wenn man schlecht riecht, ist eigentlich, dass die Leute oft zu höflich sind, um dich auf deinen schlechten oder merkwürdigen Geruch anzusprechen. Sodass manche Leute buchstäblich Jahre ihres Lebens damit verbringen, schlecht zu riechen und es einfach nie merken. In dem heutigen Video lernst du aber, wie du immer gut riechst. Denn wenn du gut riechst, ist das nicht nur ein Zeichen von Stolz, sondern auch ein Zeichen von Respekt deinen Mitmenschen gegenüber. Das Erste, was du jetzt wahrscheinlich denkst, ist folgendes: Ich rieche doch immer gut. Ich dusche und benutze Deo. Ja, das ist auch schon mal ganz gut, aber es gibt noch viel mehr Dinge von Kopf bis Fuß bis hin zu deiner Umgebung, die deinen Geruch tatsächlich enorm beeinflussen. Starten wir mit deiner Umgebung. Deine Umgebung hat tatsächlich einen großen Einfluss, wie du riechst, unabhängig davon, wie oft du duschst oder wie oft du dein Deo benutzt. Wenn du zum Beispiel in einem Raucherhaushalt wohnst, wirst du den Zigarettengeruch mit dir rumtragen, egal ob du willst oder nicht. Oder wenn zum Beispiel was Bestimmtes gekocht wird. Auch der Geruch von bestimmtem Essen oder von bestimmten Lebensmitteln kann an der Kleidung haften bleiben und diesen trägst du dann unbewusst mit dir herum, egal wo du hingehst. Der Punkt hier ist relativ einfach. Du solltest deine Umgebung einfach sauber und frei von Gerüchen halten. Dazu zählt übrigens auch das regelmäßige Reinigen deiner Bettwäsche und auch das regelmäßige Säubern und Warten deiner Waschmaschine. Jetzt geht's aber weiter mit dir. Die wichtigsten Dinge sind vor allen Dingen hier dein Mund, dein Gesicht, deine Haare und natürlich auch dein Körper. Grundsätzlich solltest du den Fokus auf die Bereiche des Körpers legen, die das meiste Öl und den meisten Schweiß produzieren. Starten wir mit dem Mund. Der wohl wichtigste Teil einer guten Mundhygiene ist das, was die meisten Leute vergessen, und zwar Zahnseide. Bei der Verwendung von Zahnseide geht es vorwiegend darum, Essensreste aus dem Mund zu entfernen, bevor sie anfangen zu faulen und komische Gerüche entstehen. Und um einen frischen Atem zu haben, solltest du neben der Verwendung von Zahnseide auch immer deine Zunge mit einem passenden Zungenreiniger reinigen, deine Zähne natürlich auch regelmäßig und gründlich putzen und im Idealfall auch noch eine Mundspülung verwenden. Eine der eher unauffälligen Stellen, die auch schnell anfangen können zu riechen, sind als nächstes die Haare. Die meisten Menschen denken eigentlich nie drüber nach, weil die meisten Menschen tatsächlich ihre Haare tagtäglich mit Shampoo waschen. Wie ihr wisst, ich persönlich bin jetzt kein Befürworter davon, die Haare tagtäglich mit Shampoo zu waschen, da so die Haare halt super schnell austrocknen und dem Haar werden so die natürlichen Öle entzogen, die einfach fürs Haar notwendig sind, um das Haar schön und glänzend zu machen. Aber wenn zu viele Tage vergehen und man die Haare einfach nicht wäscht, kann das Haar tatsächlich unangenehm riechen. Die einfache Lösung für das Problem ist das Co-Washing. Co-Washing bedeutet, sich die Haare nur mit einem Conditioner zu waschen. Bezüglich Shampoo empfehle ich dir Folgendes: Wenn du zum Beispiel sehr feine und sehr dünne Haare hast, kannst du zum Beispiel alle 2 bis 3 Tage Shampoo verwenden und wenn du sehr dicke Haare hast, einfach einmal die Woche. Empfehlenswerte Produkte für deine Haarpflege als auch für andere Körperregionen findest du wie immer logischerweise unten in der Infobox. Als nächstes geht's weiter mit deinem Körper. Bei der Reinigung deines Körpers ist es super wichtig, tatsächlich in jeden Winkel und in jede Ritze zu gelangen, auch an bestimmte Stellen, die Männer aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen oftmals vergessen. Bei der Reinigung deines Körpers empfehle ich dir, die Finger von günstigen, krass duftenden Drogerieprodukten zu lassen, sondern greife an dieser Stelle auch hier auf qualitativ hochwertige Produkte zurück. Machen wir weiter mit Deos und Parfums. Wenn es um Deos geht, bevorzuge ich persönlich solche Deo-Sticks, da ich diese wesentlich angenehmer finde, gerade in der Anwendung, als solche Sprühdeos. Aber das ist nur meine persönliche Präferenz. Und wenn es um Parfums geht, achte auf jeden Fall darauf, dass du nicht zu viel aufträgst und dass das Parfum angemessen zum Anlass ist. Mach dir also keinen holzigen, würzigen Duft drauf, wenn du zum Beispiel ins Gym gehst. Und was die Wahl des Parfums angeht, empfehle ich dir, auf hochwertige Düfte zu setzen, da diese oftmals wesentlich langanhaltender sind als günstige Alternativen. Du kannst also besser einen hochwertigen Duft besitzen als 5 günstige, minderwertige Düfte. Ein paar gute Düfte hat Online-Bruder Korte hier logischerweise auch unten in der Infobox verlinkt. Wenn du die heutigen Grundlagen und angesprochenen Dinge beherrschst, dann mache ich mir keine Sorgen, dann wirst auch du ein Mann sein, der tatsächlich immer gut riecht.